Kurt Nailef, Musikerin schwärmt Lana Del Rey. Genau zwei Musikstars kann Kurt Nailef, 58, ernst nehmen: Kurt Cobain, 1967 bis 1994, und Lana Del Rey, 37. Im WTF-Podcast mit Marc Maron, 59, sprach die Musikerin über die ihrer Meinung nach zwei einzig wirklichen Musikgenies, die sie jemals persönlich kennengelernt hat. Stipe? Bono? Ja, das sind Menschen, die ich kenne und liebe. Billy Joe, klar. Aber Lana? Sie hat diese Magie. Und sie ist noch nicht mal am Arsch. Löff bezeichnet Del Rey, mit der sie 2015 gemeinsam auf Tour war, als eine wahre, großartige Freundin. Zudem erinnert sie die Musikerin an ihren Ex Kurt Cobain: Sie hat die Integrität, die auch Kurt hatte. Es sind die einzigen beiden Menschen, von denen ich das behaupten kann. Del Reys Version von Howl, im Original ein Monolog des Dichters Allen Ginsberg, 1926 bis 1997. Verglich Löff mit den Nirvana-Cover-Versionen der Meat Puppets, die die Band während ihres legendären MTV Unplugged Specials gespielt hatte. Löff hatte Del Rey auch Singer-Songwriter-Legende Joni Mitchell, 79, vorgestellt. Eine Begegnung, die das ganze Werfi-E-Ding, womit wohl Del Reys Karriere gemeint ist, verändert hätte, so die hohle Sängerin. Nachdem 2019 Del Reys Album Norman Fucking Rockwell herausgekommen war, hätten ihre Rockkritiker-Boomer-Freunde sie angerufen und gesagt: Hey, deine Freundin, die ist ziemlich gut, erinnert sich Löff. Und ich sagte zu ihr: Willkommen im Wirbelsturm, Frau Del Rey. Anführungszeichen.